Guten Morgen. Maria Schöneberg hat mir eine E-Mail geschrieben. Sie ist 32 Jahre alt und sie schreibt, dass sie magersüchtig ist und dass sie in den letzten Wochen in einer Klinik war und dort festgestellt worden ist, dass ihre Probleme durch die familiäre Situation hervorgerufen worden sind. Jetzt ist sie wieder zu Hause und ihre Mutter sagt, dass sie sich durch die Therapie zum Negativen verändert hätte und dass sie schuld sei an der schlechten Stimmung zu Hause. Marie verletzt das sehr, aber sie schreibt, dass sie sich das nicht anmerken lässt. Aber ihre Magersucht, das ist noch schlimmer geworden und sie möchte jetzt gerne wissen, wie sie da weiter vorgehen soll. Marie, zunächst vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und das Wichtigste haben bzw. hatten Sie schon unternommen, indem Sie in eine Klinik gegangen sind. Was Sie damit zeigen, Ihnen ist bewusst, Sie müssen etwas unternehmen, Sie brauchen Hilfe von außen. Zu Hause den Vorwurf zu bekommen, dass Sie für die schlechte Stimmung verantwortlich seien, das ist wirklich hart. Das trifft ins Herz, das ist ungerecht, gemein und zeigt natürlich auch ganz deutlich damit, dass auf Ihre Erkrankung keine Rücksicht genommen wird. Ich möchte Sie gerne ermutigen und bestärken, dass Sie sich davon nicht runterziehen lassen, auch wenn das natürlich garantiert nicht leicht ist, dass Sie dagegen angehen und dass Sie weiterhin ja, Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen. Das ist in dieser Situation wirklich ganz, ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen da alles Gute und viel Kraft, Marie.